Tauche ein in die wunderbare Welt der Meerwasser-Aquaristik. Willkommen bei der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Erfahre aus erster Hand, auf was es beim erfolgreichen Betrieb deines Meerwasser-Aquariums ankommt. Geschäftsführer Markus Mahl hat mit seiner Firma Aquarium West hunderte Meerwasser-Aquarien in ganz Europa geplant und gebaut. Über 2000 professionelle Aquarienwartungen pro Jahr sprechen für sich. Lehn dich zurück und profitiere von Expertenwissen aus erster Hand. Der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Von und mit Markus Mahl. Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge des Meerwasser-Aquarium-Podcasts. Ich freue mich, dass du dabei bist und möchte mich vorab nochmals ganz herzlich bei euch allen bedanken, die mein neues Buch Meerwasser-Aquarium gekauft haben und damit für einen sensationellen Start als Amazon-Bestseller in der Rubrik Fische und Aquaristik gesorgt haben. Seit heute, dem 24.11.2017, ist das Buch ausverkauft und ist voraussichtlich wieder ab 5.12.2017 über Amazon erhältlich. So, nun beginnen wir mit dem heutigen Thema, und zwar giftige Tiere im Meerwasseraquarium. Im Meer gibt es viele Bewohner, die mit sehr starken, teilweise tödlichen Giften ausgestattet sind. So sind zum Beispiel Korallen und Anemonen mit einem mehr oder weniger starken Nesselgift ausgestattet, das einerseits zum Schutz vor Fressfeinden, der Überwucherung von anderen Korallenarten und auch der eigenen Ausbreitung Platz schaffen soll. So können zum Beispiel einige großpolypige Steinkorallen mit ihren Kampftentakeln benachbarte Korallen so stark vernesseln, dass diese absterben. Galaxia fascicularis kann benachbarte Korallen bis zu einer Entfernung von 20 cm vernesseln. Eine sehr für starkes Gift enthaltene bekannte Korallenart sind Krustenanemonen, der Arten Protopalitoa. Hier zählt die grüne Krustenanemone zu einer der bekanntesten Arten. Diese Art neigt häufig dazu, dass sie sich sehr schnell im Meerwasseraquarium unkontrolliert ausbreitet. Diese Krustenanemonenart ist extrem giftig. Sie enthält Palytoxin, das zu einem der stärksten Gifte weltweit zählt. Deshalb darfst du Krustenanemonen weder unterhalb des Wassers noch außerhalb des Wassers abzupfen oder anderweitig mechanisch bearbeiten. Auch solltest du jeden Hautkontakt vermeiden, denn auch über die Haut kannst du eine Vergiftung bekommen. Eine weitere große Gefahr besteht darin, wenn du die Krustenanemonen außerhalb des Aquariums mechanisch bearbeitest, denn dann spritzt häufig auch das Gift von den Krustenanemonen weg. Wenn du Pech hast, trifft es dich im Mund oder in den Augen. Ich habe das selbst erfahren, als ich bei einer Aquarienwartung mit der Unterarminnenseite versehentlich durch eine Krustenanemonenkolonie gestreift bin. Am Abend, circa 12 Stunden später nach der Wartung, wurde mir extrem schwindelig und bekam Schweißausbrüche. Dieser Zustand legte sich nach circa 2 Stunden wieder von alleine. Jedoch verblieb für ein paar Tage noch ein sehr unangenehmer Juckreiz, wenn die betroffenen Hautstellen an der Jacke rieben. Dies war jedoch nur eine leichte Vergiftungserscheinung. In der Praxis habe ich schon erlebt, dass Meerwasser-Aquarianer einen Stein, der mit Krustenanemonen besiedelt war, aus dem Aquarium genommen haben und ihn anschließend im Badezimmer mit der Zahnbürste von Algen befreit haben. Dieser Versuch endete darin, dass der Meerwasser-Aquarianer nach kurzer Zeit bewusstlos zusammengebrochen ist, sich die Nase an der Badewanne gebrochen hat und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Eine Palytoxinvergiftung erkennst du unter anderem an Beschwerden wie Schwitzen, Fieber, Gliederschmerzen, Atemnot, Übelkeit und Erbrechen. Grundsätzlich rate ich dir, bei einem Verdacht auf eine Palytoxinvergiftung einen Arzt oder das Krankenhaus aufsuchst. Um Vergiftungen zu vermeiden, solltest du dich nach Abschluss der Pflegearbeiten, bei denen du einen Hautkontakt mit Korallen hattest, mit fließendem Wasser abwaschen und dir nicht in die Augen oder den Mund fassen. Schauen wir uns gleich als nächstes die Seegurke oder den Seeapfel an. Sie enthält ebenfalls ein sehr starkes Gift, das sie unter Stress oder im Todeskampf an das Wasser abgibt. Stress entsteht dann, wenn die Seegurke attackiert wird oder sich zum Beispiel an einem im Aquarium befindlichen Heizstab verbrennt. Das abgegebene Gift führt zu einem Erstickungstod der Fische. Solche Zwischenfälle enden meistens für den gesamten Fischbestand tödlich. Auch wenn die Tiere noch so attraktiv sind, rate ich dir von einem Kauf ab, denn das Risiko, das du eingehst, ist unkalkulierbar und es kann jederzeit zu einer tödlichen Vergiftung kommen. Auch Kugelfische enthalten ein für den restlichen Fischbestand im Meerwasseraquarium ein sehr gefährliches Gift. Ebenso wie bei der Seegurke kann es bei Stress oder im Todeskampf zu einer Abgabe des tödlichen Giftes kommen. Wie bei den Seegurken rate ich auch hier dir von einem Kauf ab,
Auch wenn die Tiere noch so attraktiv sind, das Risiko ist auch hier unkalkulierbar. Als nächstes schauen wir uns die Kaninchenfische bzw. Fuchsgesichter an. Kaninchenfische sind sehr gute Algenfresser und werden deshalb häufig im Meerwasseraquarium gehalten. Beim Umgang mit Kaninchenfischen solltest du jedoch vorsichtig sein, da sich in den Strahlen der Rückenflossen ein Gift befindet. Deshalb solltest du besonders bei der Eingewöhnung von Kaninchenfischen oder wenn er sich im Kescher verfangen hat, besonders vorsichtig sein. Laut Schilderungen von Betroffenen ist der Schmerz ähnlich eines Bienenstichs und führt auch zu einer Schwellung. Gefährlich kann es dann werden, wenn der Betroffene allergisch auf das Gift reagiert. Noch gefährlicher wird es, wenn du zum Beispiel Rotfeuerfische, Steinfische oder andere giftige Skorpionfische in deinem Meerwasseraquarium hältst. Bei diesen Arten befindet sich das Gift in der Regel in den Strahlen der Rückenflossen. Besonders problematisch wird es bei Rotfeuerfischen, die gut eingewöhnt sind und ihren Fluchtreflex verloren haben. Wir haben es bei der Aquariumwartung häufig erlebt, dass beim Putzen der Rotfeuerfisch sich immer im Bereich der putzenden Hand befand. Hierbei ist allergrößte Vorsicht geboten, um Unfälle zu vermeiden. Idealerweise wird der Rotfeuerfisch für die Arbeiten im Aquarium separiert, so dass eine zufällige Berührung durch eine Unachtsamkeit ausgeschlossen ist. Nach Berichten von Betroffenen ist eine Stichverletzung von Rotfeuerfischen extrem schmerzhaft. Die Vergiftung kann sich durch Schwitzen, Fieber, Übelkeit, einen Kreislaufkollaps, Herzstillstand und ähnliches äußern. Bei Unfällen mit Rotfeuerfischen muss umgehend ein Arzt bzw. ein Krankenhaus aufgesucht werden, da je nach körperlicher Verfassung ein lebensbedrohlicher Zustand entstehen kann. Bei Steinfischen, die immer wieder auf Importlisten auftauchen, sind Stichverletzungen lebensgefährlich und können bis zum Tode führen. Hier bleibt wirklich die Frage, wie sinnvoll ist es, ein solches Tier in seinem Aquarium zu halten. Die Haltung von Rotfeuerfischen ist aufgrund ihrer Größe und der von ihnen ausgehenden Gefahr gut zu überlegen. Ein weiterer giftiger Fisch, der immer wieder in den Handel kommt, ist der Blaupunktrochen. Er gehört zu den Stachelrochen. Bei Stachelrochen befinden sich die Giftstacheln im Schwanz und es kann bei einem unvorsichtigen Umgang auch zu sehr schwerwiegenden bis teilweise tödlichen Unfällen kommen. Auch hier muss bei einer Stichverletzung umgehend ein Arzt bzw. ein Krankenhaus aufgesucht werden. Hier stellt sich für mich die Frage, ob Blaupunktrochen aufgrund ihrer Größe, ihren sehr anspruchsvollen Halterungsbedingungen und ihrer Giftigkeit für ein Heimaquarium geeignet sind. Ich bin der Ansicht, dass diese Tiere ausschließlich in großen Meerwasseraquarien in Zoos gehalten werden sollen. Eine sehr exotische, aber verfügbare Art ist die Blauringkrake. Ich selbst habe diese ein einziges Mal im Großhandel gesehen. Die Blauringkrake ist extrem giftig und ein Biss kann tödlich enden. Vergiftungserscheinungen zeigen sich in Sprachstörungen, Lähmungserscheinungen und Übelkeit. In der freien Natur kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen. Auch hier bin ich der Ansicht, dass ein solches Tier in einem Heimaquarium nichts verloren hat. Grundsätzlich solltest du gut überlegen, welche Tiere du in deinem Meerwasseraquarium hältst und ob es wirklich Sinn gibt, Gifttiere in deinem Aquarium zu halten. Besonders wenn dein Aquarium oben offen ist und du Kinder hast, musst du es bei der Haltung von Rotfeuerfischen so sichern, dass Unfälle ausgeschlossen sind, denn wenn sich Rotfeuerfische nah an der Wasseroberfläche befinden, ragen häufig die Rückenflossen leicht aus dem Wasser. Bei Giftunfällen solltest du unbedingt den Giftnotruf anrufen, um die weitere Vorgehensweise zu sichern. Deshalb ist es ratsam, dass du die Nummer von dem zuständigen Giftnotruf sichtbar im Bereich des Aquariums hinterlegt hast und auch deine Angehörigen wissen, wo diese Nummer liegt. Außerdem solltest du darauf achten, dass die Haltung von Gifttieren je nach Bundesland unterschiedlich geregelt ist und teilweise bestimmte Tiere verboten bzw. meldepflichtig sind. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest wieder einige wichtige Informationen für dich gewinnen und ich würde mich freuen, wenn du auch die nächste Folge des Meerwasseraquarium-Podcasts wieder hörst. Wenn auch du Fragen hast, schreib es mir einfach an info@aquariumwest.de und ich versuche in den kommenden Episoden darauf einzugehen. Zum Schluss möchte ich dir mein neues Buch Meerwasseraquarium nochmal ans Herz legen. Es ist ab 5.12.2017 wieder über Amazon erhältlich. Wenn du tiefer in das spannende Thema Meerwasseraquarium einsteigen möchtest, findest du dort alle wichtigen Informationen, die du bei der Planung, dem Bau und der Pflege von Meerwasseraquarium benötigst. Neben den gesamten technischen Fragen, wie zum Beispiel, was musst du bei der Planung, Montage von Meerwasseraquarium beachten, was gibt es für verschiedene Beleuchtungssysteme, wie funktioniert ein Eiweißabschäumer und vieles mehr, findest du dort zahlreiche Beschreibungen von Fisch- und Korallenarten, die für Aquarieneinsteiger und Fortgeschrittene geeignet sind. Zum Bestellen geh einfach auf die Homepage von Amazon und gib oben in die Suchleiste einfach den Begriff Meerwasserbuch
oder Markus Mahl, Mahl geschrieben mit M-A-H-L, und dann wirst du sofort auf die entsprechende Seite geleitet und kannst dort das Buch ganz einfach bestellen. Ich wünsche dir nun viel Spaß mit deinem Meerwasseraquarium, dein Markus Mahl. Das war's für heute beim meerwasseraquarium-podcast.de. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse uns doch gleich eine positive Rezension bei iTunes. Und vergesse nicht, unsere Show gleich zu abonnieren. Dadurch können noch weitere Meerwasseraquarianer von diesem Podcast profitieren. Wir freuen uns auch über Fragen oder Themenwünsche. Schreibe sie einfach in die iTunes-Rezensionen oder schicke uns eine Mail an info@meerwasseraquariumpodcast.de. Bis zum nächsten Mal.